Hallo und willkommen. So ein bisschen Deutsch heute für den September. Und es ist sehr wichtig, glaube ich, jetzt, dass wir wirklich ein bisschen die Energie verstehen und dass wir ein Teil sind von allem, was im Moment passiert. So im August war es alles über das Tor des Löwen und ins Herz zu kommen. Und diese ganzen neuen Bewusstseinsebenen, die geöffnet wurden. Und jetzt im September ist eine ganz andere Energie. So jetzt im September, und das geht natürlich auch mit der Energie von der Jungfrau, jetzt bringen wir das alles ins Leben. Ja? Und so, ich bringe euch einen kleinen Überblick, was für Energien ich bekomme. Und ihr wisst vielleicht, ich bin sehr stark verbunden und diesen Monat besonders mit Marilyn, mit Serapis Bay und dem Magenta Ray. Also das ist eine Farbe im Magenta, die uns hilft, uns wirklich zu der Weisheit unserer Seele zu verbinden. Und wie wir natürlich wissen, es geht alles über das Herz. Und zusätzlich, wo ich natürlich immer zu Hause bin, ist in dem Hohen Rat der Herzlichter. So, was ist heute los? Die Energienachricht, die ich bekomme, ist dafür, dass wir unser Licht hereinlassen und dass wir unser Herz öffnen, um dieses Licht in die Welt zu bringen und zu manifestieren und femifestieren. Wenn du das Wort Femifestieren nicht kennst, kommt von einer sehr netten Dame, 100 Jahre alt, aber total fit. Und Femifestieren hat damit zu tun, dass man Dinge ins Leben bringt, die nicht unbedingt alle physikalisch sind, sondern mehr die Energie, die Relationen, die Verbindungen, so dass das Weibliche auf eine Weise. So, das für mich ist ganz, ganz wichtig, denn die Energie, die bringt uns jetzt wirklich in eine Position, wo wir landen dürfen, wo wir uns niederlassen dürfen, wo wir was Neues kreieren und bauen dürfen. So, die andere Nachricht, die ich bekomme von unseren Herzlichtern, ist ganz, ganz stark. Hab den Mut, hab den Mut. Denk nicht so viel, analysiere nicht so viel. Wenn du fühlst, dass es wahr in deinem Herzen, tu es. Und ich habe hier vier Punkte bekommen, die ich gerne mit euch heute teilen möchte. So, der erste Punkt, der wichtig ist, dass wir den Mut haben. Das ist, dass wir wirklich in Englisch wir sagen ein Quest, das ist wie eine Art, eine Aufgabe, nicht eine Suche, sondern du fühlst, du hast eine Aufgabe. Und die Schamanen, die gehen dann in den Busch. Und die sehen mal, was dann passiert. Es geht nicht um den Mut, die Gefahr zu überwinden. Es geht darum, dass man sich öffnet, um diese Aufgabe zu verstehen, sodass man sie dann in seine Welt bringen darf. So, die Aufgabe, die wir haben von unserer Seele, ist ganz stark, dass wir eine Liebe für selbst entwickeln. Wir haben es vor kurzem gehört, Dr. Hopkins, er spricht davon, dass wenn unsere Vibration, unsere Frequenz über 200 Hertz ist, in allen Zellen, in unserem ganzen Sein, dann sind wir wahrscheinlich sehr vital und gesund. Wenn es niedriger ist, dann sind wir wahrscheinlich nicht so vital und vielleicht krank. So, mit der Liebe für selbst können wir diese Frequenz in die 200 und vielleicht drüber bringen. Die Liebe ist auf 200 Hertz. So, ich lade euch ein, habt den Mut zur Liebe zum Selbst. Heißt nicht Ego, es geht einfach darum, dass man die Verbindung und die Liebe findet, dieses Vertrauen, diese Großzügigkeit und Dankbarkeit mit deinem Körper, deinem ganzen Wesen, deiner Seele, deinem Herzen und deinem großen Ich Bin, deine Präsenz. So, das ist Nummer eins, Mut zu der Seelensaufgabe der Liebe für selbst. Die zweite Geschichte, die interessant ist,
davor, wo wir Mut haben sollen, ist, dass wir unsere Präsenz, so unsere Präsenz ist die Verbindung von allem, was wir sind. Das ist, als ob du den ganzen Tag in Meditation bist, dass du wirklich präsent bist, im Hier und Jetzt. Und Merlin sagt, lande diese Präsenz, bau was Neues, mach neue Verbindungen, kreiere, aber bring's, manifestieren, manifestieren. Nicht alles, was du kreierst und ins Leben bringst, ist unbedingt physikal. Ja? Das muss nicht unbedingt eine feste Sache sein. Und wir wissen, dass weniger als 10% ist sowieso physikalische Geschichten. Alles andere ist Energie. So hab den Mut, dass du deine Präsenz ins Leben bringst, in diese neue Entwicklung, in das neue Leben. Wir haben so viel verbracht mit Kämpfen und Trennung und allem dem. Jetzt ist es Zeit, dass wir den Frieden machen. Und viele von uns haben den Frieden gemacht. Und dass wir unsere Energie und den Mut hineinlegen, um unsere Präsenz, um unser Bewusstsein in diese neue Zeit und dieses neue Bewusstsein landen. So, das ist Nummer zwei. Nummer drei, Mut zu haben, um unsere Rollen zu verändern und unsere Beziehungen. So, die Rolle hat damit zu tun, welche Rolle übernimmst du selbst? Welche Rolle haben wir früher gespielt? Wie du eine Rolle spielst, so siehst du die Welt. Wenn du ein Opfer bist, ist es sehr schwer, in deiner Präsenz zu sein, weil du immer dich angegriffen fühlst, traurig fühlst, hilflos fühlst. Und jetzt ist eine gute Zeit. Das heißt nicht, dass du nicht schwere Dinge erlebt hast. Das heißt nicht, dass du nicht ein Opfer warst. Aber jetzt und hier leben wir in einer Zeit, wo wir was Neues kreieren. Mut zu haben, Rollen anzunehmen, die größer sind. Der Bewusstseinsarchitekt, der Alchemist, der Heiler, wie der Tourguide, jemand, der dich führt, ohne dir zu sagen, was du tun sollst. Diese neuen Rollen, die eigentlich noch nicht geschrieben sind, die offen sind, das sind die Rollen, die wir jetzt annehmen dürfen, von September bis zum Ende des Jahres. So, überleg dir mal, was ist deine neue Rolle? Es ist die beste Zeit. Hab den Mut. Beziehungen. Beziehungen, viele Leute haben neue Beziehungen, Beziehungen enden, das ist immer so. Aber jetzt haben wir eine ganz tolle Möglichkeit. Wir haben die Möglichkeit, in die Intimität zu gehen. Nicht die sexuelle oder körperliche Intimität, aber die psychologische und spirituelle Intimität. Natürlich eben du in deiner Beziehung oder den Menschen, die halt sehr, sehr nah zu dir sind, öffne dich. Vielleicht bist du ja ein Starrsamen oder ein Lichtarbeiter oder was immer. Öffne. Mut haben, die Intimität in der Beziehung oder den Beziehungen zu vertiefen. Einfach den Mut haben. Und das heißt jetzt nicht, dass du das mit der ganzen Welt unbedingt teilen musst, aber hab den Mut, wenn es nur mit deinem Partner ist. Und der vierte Punkt ist auch interessant. Man spricht oft von Sprache, als Deutsch, Englisch, Spanisch, was immer. Aber diese Sprache, die meine Engel und alles durchbringen, das ist eine andere Sprache. Der Merlin spricht auch davon mit mir. Sprich deine Sprache, hab den Mut, deine Sprache zu sprechen. Das ist die Wortwahl, das ist die Energie. Sprichst du vom Kopf, sprichst du vom Herzen? Ich fühle, wir sind alle domestiziert und wir haben eine Sprache, die wir gelernt haben, um in die ganzen eingesperrten Dinge zu reinzupassen, die Box. Aber wirklich
manchmal ist das nicht wirklich, wer wir sind. Das ist nicht authentisch und das ist auch nicht unsere Wahrheit. So, Merlin und der Hohe Rat von den Herzlichtern laden uns ein, unsere eigene Sprache zu finden. Die Worte, die Energie. Kommunizierst du, ist deine Sprache, um anderen Leuten Platz zu machen, um anderen Leuten Empathie zu zeigen? Ist deine Sprache eine Sprache der Liebe? So, sie laden uns jetzt ein, dass wir den Mut haben, unsere eigene Sprache zu finden. Wir müssen nicht sprechen wie die anderen. Wir müssen auch nirgends mehr reinpassen. Wir sind jetzt wirklich an einem tollen Punkt angelangt. Diese Aufsteigung des Erwachens, dieses neuen Bewusstseins von Aquarius, Wassermann. Und so, hab den Mut, find deine eigene Sprache. Und vielleicht machst du dann auch neue Verbindungen. Und du bringst neue Dinge ins Leben. So, das ist mein Update für September. Die Energie und den Mut. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir sind dabei, mehr in Deutsch zu machen, weil wir haben euch nicht vergessen. So, es kommt. Ich werde einiges mit euch teilen in der Beschreibung für dieses Video. Und ich freue mich wie immer, wenn ihr euch meldet und wenn wir uns einfach kurz unterhalten können. So, alles Liebe in eure Welt. Schöne Grüße von dem Dschungel in Peru zu euch. Tschüss.